So, willkommen zurück zu Black Mirror. Jetzt geht's weiter. Und zwar wollten wir mal ins Schloss, zumindest ich. Und ich habe mir überlegt, gehen wir doch gleich mal zum Roberts Zimmer. Vielleicht können wir jetzt rein, weil ich meine, wir wissen, dass er einiges nicht so schöne Sachen gemacht hat. Aber auch ins Schloss. So, wer war das? Doch nicht. Ich wette, das war Ralf. Ja. Geht nicht, Herr. Nee, ich kann immer noch nicht hinein. Dann ab in den Keller, würde ich sagen. Genau, Abflussrohr, wo ist denn das? Ja, zuerst in den Keller, oder? Weil dann kommen wir wahrscheinlich in Ding, aber da gab's doch kommen die Gitter. Hast du das schon mal gesehen, ne? Und der Bass ist jetzt ganz zufällig auch da drin. Ganz zufällig. Die Tür ist da. Dann nimm halt den Schlüssel. Meine Herren, ist denn das so schwer? Die Tür ist abgeschlossen. Mann. Oder man nimmt diesen Universalschlüssel. Schlüssel. Dankeschön. Was? Was? Was meintest du? Du nimmst so einen Universalschlüssel, diesen Seelenschlüssel. Mhm. Schau, hier sind so die Gitter. Kanalschacht. Ich sehe nicht. Ein Kanal. Fett. Ah, Moment, halt. Aha. Haha. Bing. Münze. Auf dem Boden ist Wasser. Von hier aus komme ich nicht in. Das klingt aber nicht so. Ich sehe. Was höre ich da? Kettengerassel. Sie enthält eine. Nochmal eine reinschmeißen. Geht es vielleicht? Werden wir ausprobieren. Zick. Auf dem Boot von hier. So, das machst du jetzt ein paar Mal und dann ist er arm. Sie enthält eine. Nee, da ist irgendwann genug drin, dass man dann drauf. Schau mal weiter. Sei mit Haken. Was könnte sie? Wetzte da wieder sein Zeug? Der Henker. Henker Bates. Ist echt voll krass, der nimmt überall irgendwas weg und verteilt es dann, benutzt es. Und am Ende passt es kaputt. Was scheint zu funktionieren? Schleifmaschine. Das riecht unangenehm. Ach was. Oh, dann kommt er vielleicht rein. Natürlich. Nichts. Ja, eben, passt doch. Eben, kannst reingehen. Moment, ich bin hier das. Dann müssen wir später nicht machen. Haha. Bing. James hat nicht gelogen. Wieso ist das ein Steintreffer? Das unterirdische Gangsystem existiert. Hm? Die Luft hier ist sehr stickig. Bäh. Zahnrad. Das ist ein Zahnrad. Ein Meter. Das ist ein Zahnrad, kann man immer gebrauchen. Ja. Wozu könnte ein Brunnen in einem Keller gut? Vielleicht konnte man damit Wasser aus den Tiefen. Das Wasser hierorts könnte man nicht ohne weiteres trinken. Da ist kein Brackig. Ist das Salzwasser oder was? Weiß nicht. Weil Brackwasser ist ja eigentlich da, wo Fluss ins Meer rein. Weißt du, so Wasser reintut? In dem Bereich. Genau, und dieses süße Salzwasser, das sich vermischt. Mischmasch. Das kann man nicht trinken. Klapparatismus. Oh, da kann man das Ding reinstecken. Jo. Der Banane. Aber eins fehlt noch. Dieser Mechanismus so. Kann doch nicht seitdem. Er scheint. Eine Selbststoßanlage. Okay, es fehlt noch ein Raten, das müssen wir irgendwo finden. Okay, eine absolut sinnlose Zwischenfrequenz. Die Luft hier ist furchtbar. Sequenz. Hier gibt es eine Öffnung. Die Luft hier ist furchtbar. Irgendeine Öffnung. Beeil dich halt. Irgendeine Öffnung. Steck was hinein. Ja, und was? Dein Finger. Steht was wie ein Schlüssel. Aha. So. Aha. Ach, das Zahnrad brauchen wir, oder? Damit kann man es vielleicht bewegen. Ich kann es kein Stück. Es ist durch Kettenblock. Okay, ich weiß, was wir da machen. Wir müssen wetten. Ist das Zahnrad auch kaputt? Nein! Ja. Auf die Füße. Die Säure. Mitnehmen. Saugeil. Das Rad ist blockiert. Oh. Willst mich doch verarschen. Das Rad ist blockiert. Säure. Wieder so eine Öffnung. Hier fließt das Wasser hinein. Das ist wohl seit langer Zeit nicht. Sieht ekelhaft aus. Da ist ein Zahnrad.
Ein Teil einer... Es gibt so viele... Wie bekomme ich... Ja, wie wohl? So. Das geht nicht. Das geht Was? Nicht. Das Seil gibt so... Hä? Ja, ich weiß jetzt auch nicht ganz, wieso... Das geht nicht gehen soll. Vielleicht da erst runterlatschen und dann... Das Wasser muss schon seit Jahren hier stehen. Wahrscheinlich fließt... Okay, da wahrscheinlich ein Ding abbrechen, aber... Hm. Es ist durch die Feucht... Eine Stange... Ja, genau. Ja, wenn sie... Eine Stange raus und tut sie in seine Jacke, genau. Andersrum. Nein, mit dem Seil kommt hier. Nee. Ach, damit ist an der Wand? Nee, da rein, stimmt. Ich weiß bloß nicht, was das für einen Sinn hat. Ich werde versuchen, die Stange dort hineinzustecken. Typisch Mann. Das geht nicht. Die Stange ist zu dick. Ja, sowas haben Männer öfters. Ja, genau. Ja, ich hätte es eigentlich eher gedacht, dass man damit das von der Wand holt, aber das geht ja auch nicht. Ja, die Stangen müssen wir jetzt irgendwo abwetzen. Ach, natürlich. Ja, natürlich. Weißt du auch wo? Luigi, ja, eine Schleifmaschine. Richtig. Das ist nicht mehr so dick. Ja, das scheint... Ich glaube, das ist keine übliche Methode. Nee. Schleifen. Hä, da steht auf dem Tisch, der stand vorher nicht da, oder? Doch. Da liegt nämlich was drauf. Ach, toll. Ich weiß. Schau mal schnell beim hinteren Teil vorbei. Fett. Geht nicht. Nee, hier gibt's nichts. Und das ist wieder zu. Ja, nein, fällt halt zu. Ich verstehe nicht, was die Sequenz das bringen soll. Cool ausschauen. Ach so. Also, geil. Vielleicht um das Spiel noch ein bisschen in die Länge zu ziehen. Jetzt ist es zu kurz abgeschliffen. Okay. Nein! Ich habe die Stange, ja. Ich werde die Stange als... Toll. Die Luke hat sich gehört. Ja, also... Toll. Das geht nicht. Das Seil gibt so sehr nach. Hä, wie? Das Seil gibt so sehr nach? Ja, ich weiß auch nicht, was man machen soll. Soll der Scheiß. Oh. Ekelhaft. Ja, aber richtig. So, nu? Ist der ganze Kanal voll. Blub, tot. Ja, toll. Und was hat er jetzt dafür? Hallo? Wahrscheinlich ist es... Vielleicht ist das Rad etwas höher. Ist ein Schwachsinn. Okay. Wahrscheinlich sieht das jetzt nicht mehr. Das Wasser ist bis zum Rand des Ablaufkanals gestiegen. Das ist ganz toll gemacht. Das geht nicht. Das. Hä? Wieso ist das jetzt da drüben? So ein Schwachsinn. Eine primitive Angel. Ja, jetzt geht auf einmal die Angel, du Volldepp. Das war gerade noch ganz woanders, das Ding. Ja. Jetzt. Klonk. Fuck. Fuck. Ja, wie kann das überhaupt schwimmen, dieses Ding? Das verstehe ich auch nicht ganz. Ja, das kannst du nicht. Das ist ein Spaß. Eine Scheiße. Wahrscheinlich schwimmt's auf der Scheiße. So, jetzt lassen wir das Wasser ab. Drehen am Klapperatismus rum. Es hat geklappt. Ja, jetzt geht's ganz einfach. Mechanismus funktioniert. Jetzt kommt so ganz langsam so ein Stein von oben und... Auf dich drauf, oder was? Genau. Ja. Slow nee, auf dich drauf. Das ganze Geil! Der Weg ist... Und der Weg ist frei. Das Wasser ist nee. Weg, aber der Gestank ist geblieben. Hier ist seit ewig... Oh, das ist ein Rätsel. Das ist ein Rätsel. Es ist bitter kalt hier. Meine Schritte... Eine kleine Truhe, die schauen wir zu schnell. Das muss James Truhe sein. Ja, wahrscheinlich was ist hat da es wohl drin? Nee, das, nee, das machen wir jetzt noch. Das sehe ich gar nicht erst ein. Guck mal, so die dunkle Ecke. Speicher. Stock finden.
Speicher meinst, sicherheitshalber? Sure. Ich wär. Geil. So, wir schauen uns mal schnell die Steinrelief an. Das machen wir noch schnell. Ja, anschauen. Mehrere seltsame, das unterirdische System diente in der Vergangenheit mit Sicherheit nicht nur dazu, das Wasser zu verteilen. Griechisch, aber... Ich weiß nicht mehr, was man hier machen soll. Man kann ja nichts drücken, schau her. Kannst du die Kugel reintun? Nee. Geht gar nichts. Fett. Schau, was hat man das Ding an, ne? Noch ein Schlüssel. Kannst du Schlüssel reintun? Ah, mein B. Kopf. Ich sollte besser eine von diesen Pillen nehmen. So, und jetzt kippen wir gleich um. Bumm. Ich ertrage diese Unter... Ich ruhe mich ein paar Stunden aus. Ja, genau. Nein, du bleibst da. Jawohl, Kapitel 5. Jetzt sind es nur noch 2 Kapitel. Und dann... Jawohl. Ist halt keins und nichts mehr, ne? Du sollst vorbei. Es ist finito! Jawohl. Geständnis der Wahrheit. Könnte vielleicht sein, dass wir hier vielleicht rausfinden, wer die Morde begangen hat. Ah, ein Video, cool. Oh, böse, böse, böse. Wo ist denn das? Vom Schloss. Nein. Nee, sondern tot. Alter, nee, dem Ding vom... Mhm. Oh. Geköpft. Alter. Ich hab irgendwie voll Spanisch aus, der Kerl. Bisschen. Sein ja. Bart und den Haaren? Voll der Perverso. Diese furchtbaren Träume sind wie Déjà-vus. Warum habe ich solche schrecklichen Albträume? Vor 2 Tagen waren meine düsteren Morgengedanken durch Bates Klopfen an meiner Tür unterbrochen worden. Jo, was geht? Was war das jetzt für ein Kommentar? Was? Vor 2 Tagen sind bla 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 von Bates, bla bla. Sir, machen Sie auf, ich muss mit Ihnen sprechen. Jetzt geht die Tür da rechts. Ich bin gleich da. Was ist denn, Bates? Gerade kam ein Anruf aus Ashbury. Ich glaube, ja, Dankeschön. Fahren, Sir. Ich habe mit der Oberschwester gesprochen. Sie wollte mir nicht erzählen, was vorgefallen ist. Ich mache mir große Sorgen. Vielleicht gibt es etwas Neues über Sir Robert. Hat sie Ihnen sonst noch etwas gesagt? Sie wollte mir nichts Genaueres sagen, Sir. Haben Sie schon mal darüber gesprochen? Genau. Wahrscheinlich ist... Warum, na gut. Aber selbstverständlich. Ich weiß es nicht. Das Wetter ist furchtbar. Der Himmel ist so dunkel. Ich kann mich gar nicht erinnern, wann wir ein so schlimmes Wetter hatten. Es ist äußerst seltsam. Es wird ein kräftiges Gewitter, aber danke. Auf dem Weg nach Ashbury gingen mir Bates Worte unaufhörlich durch den Kopf. Sie wurden erst durch die dunkle Silhouette des Ashbury-Sanatoriums vertrieben. Ich frage mich, was ich über Robert erfahren werde. Er war schwul. Wahrscheinlich. Na jedenfalls, jetzt setzen wir hier, glaube ich, hier einen Cut. Und dann sehen wir, was da so in dem Sanatorium los ist. Das nächste Mal. Genau, dann, also, servus. Ciao.